Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde The Infected mit Wouter, mit dem Nameless. Schön, dass ihr da seid. Heute bin ich bereits ausgepennt, denn wir haben einiges zu tun. Ey, manchmal sind diese Möwen aber auch schon eine Nummer, ne? Guck mal die Größe an. Federn farmen könnten wir jetzt auch. Ich habe 20 Pfeile gemacht. Ich habe uns die zweite Steinkiste fertig gebaut und natürlich gleich ein bisschen Stein geholt. Ich würde gerne Folgendes jetzt mal priorisieren. Aktuell ist es ja so, oben rechts sehen wir unseren Geräusch- und Lichtlevel. Wenn wir da auf 10 sind, kommt ein Angriff. Jetzt spare ich mir natürlich manche Angriffe, indem ich die Schmelzen immer ausmache. Mittlerweile ist mir das aber schon so ein ganz kleines bisschen, ja, nicht anstrengend, aber da musst du hier jedes Mal viermal Wasser reingeben. Lasst uns doch mal ihmchen hier ins Auge fassen. Wo ist es denn? Erstmal ins falsche Ding reingeklickt. Er hier, ne? Backsteinschmiede. Die hatte ja einen 10er Platz, wenn ich es richtig weiß. Und 10 Platz wäre so ziemlich genau das, was ich gerne hätte. Dann haben wir nämlich einmal zwei Plätze mehr. Die läuft ja sowieso ständig. Und ich kann mit einer Aktion alles ausmachen. Man muss nicht viermal ran. Das wäre das eine. Dafür brauchen wir natürlich verschiedene Dinge. Jetzt pass mal auf, vielleicht war das jetzt nicht ganz so gut, wenn ich ihn hier hinsetze. Ich setze ihn jetzt einfach mal spaßhalber hier dagegen. Er wird ja wahrscheinlich dann beweglich sein und vor allem irgendwann auch seinen festen Platz kriegen. Im Moment allerdings weiß ich noch nicht, wo das sein wird. Das würde ich jetzt gerne machen, bevor wir dann in die Höhle gehen. In der Zeit kann natürlich oben der Extraktor noch ein bisschen mehr laufen, ne? So, wir brauchen hier trockene Ziegel, 5 Stück und 9 Eisenbarren noch. Das heißt, wir müssen jetzt doch hier einmal ran, weil ich nämlich alles andere an Eisen schon verballert habe. Ich gucke mal ganz kurz durch. Ja gut, das könnte ich ja mal irgendwann noch aufräumen. Das ist soweit klar. Hier ist dann eher die Geschichte drin. Das lassen wir dann auch gut sein. Ich überlege gerade, ob ich die Kohle verballer. Was sind hier noch? Kobalt und Bleierz. Jo, das können wir schon mal rausnehmen. Ich glaube, Trockenziegel können wir schon mal rausnehmen. Lass mich mal kurz durchgucken, ob noch mehr da ist. Hier ist auch noch mal ein Glas. So, also, machen wir schon mal die Trockenziegel rein. 50 Stück ist halt schon viel, aber wenn wir es jetzt anfangen, haben wir es bald, weißt du? Die ersten zwei Glas sind auch hier, Bretter und so weiter. Die können wir natürlich parallel immer durchlaufen lassen, denn das Gewächshaus schluckt einiges an Brettern. Und weil ich jetzt gerade gut drauf bin und ein bisschen vorgearbeitet habe, gönnen wir uns schon mal hier ein paar Bretter rein. 60 Nägel sind auch nochmal 6 Barren. Also es wird auch Zeit, dass der Extraktor 2 dann ins Laufen kommt. Dann tun wir uns einfach ein bisschen einfacher bei der Materialbeschaffung, würde ich sagen. So, da können wir auch nochmal 2 rausnehmen. Habe ich jetzt da nochmal nachgefasst? Ja, hier sind auch nochmal 2 drin, die nehme ich raus. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Sodele. Gut, das ist ein Anfang. Dann habe ich mir überlegt, bevor die Leber jedes Mal spoilt, dass ich die schon mal priorisiert abkoche. Da haben wir hier eine gekochte Leber und hier ein gekochtes Fleisch. Ganz kurz einmal für uns. Die gekochte Leber macht auf jeden Fall die maximale Gesundheit und Ausdauer um 0,05 höher. Später gibt es aber, glaube ich, gutes Essen. Und da dürfen wir sie dann nicht mehr einfach so verballern. Jetzt im Moment würde ich sie einfach mal essen. Weil sie uns auch hilft, ne? Das haben wir, das haben wir. Dann müsste ich einmal trinken. Dann sind wir da auch wieder gestärkt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Hier sieht es so aus. Das habe ich schon mal zum Spoilen rein. Den können wir noch essen. Vitamine, also Kohlenhydrate, Fett, Vitamine. Eiweiß ist hier. Ach, das sind die Vitamine da unten. Ich dachte, der Apfel wären die Vitamine. Die Mitamine. Die Mittermeier-Mine. Okay, da müssen wir natürlich jetzt demnächst auch das Blumenthema angehen. Also wir haben wirklich einiges zu tun, ne? Genau. Eisenbarren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich würde jetzt mal einfach sagen, bevor die Dinger gar nicht laufen, gehen wir es einfach mal an. Dann steigt zwar der Lichtlevel wieder, aber im Endeffekt haben wir nachher auf jeden Fall einen Gewinn, wenn wir das jetzt so mal. Hier die 2, die 2, dann haben wir schon mal unsere Routinen am Laufen. Boom. Stopp. Bum, bum. Bum. Und Bümchen. Gut, da werden wir jetzt so lange durchzischen, bis wir die Eisenbarren haben. In der Zeit kümmern wir uns um die Trockenziegel. Im Moment ist ja noch alles egal, wo was steht. Später kriegt es dann natürlich seinen festen Platz. Ziegel, Trocknungskasten, 8 Bretter, 10 Nägel. Ich bin da eigentlich der Meinung, wir sollten zumindest mal für später auch 3 Stück anplanen. 8 Bretter. Machen wir erstmal einen, dann haben wir schon mal einen Anfang. Ne? Buck, Buck, Buck. 2, 4, 6. Und Buck. Wenn du nah genug dran bist, zückt er immer kurz das Schild. So, zack, zack, zack. 2 Stück. Dann haben wir schon mal die Bretter für den ersten.
So, wir fehlen jetzt noch 10 Nägel, aber das kann gut sein, dass ich keine Nägel mehr habe. Doch, 4 Stück. Also müssen wir auch noch mal einen Barren opfern, ne? Aber ist egal, den opfern wir dann. Ich nehme schon mal die nächsten Steine. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dach wollte ich auch noch bauen. Und das Gewächshaus. Ja, das ist halt echt viel. Aber ich glaube, die Produktionskette mit der großen Schmelze hier, mit dem großen Ofen, die lohnt sich. Die lohnt sich. Deswegen gehe ich die jetzt auch gerade schon mal direkt an. Das Einzige, was wir jetzt hier haben, ist das Problem, es dauert halt ein bisschen, bis wir die Mats zusammen haben. Ich gucke mal ganz kurz, wie ich das vielleicht mit einer kleinen Dealblende versehe heute, das ganze Thema. Warte mal, mach das mal rückgängig. Gut, da werden jetzt schon die ersten Barren, ne? Da werden schon mal die ersten zwei. Und der braucht. Jo, also mit dem nächsten Barren, den wir rausgeschmolzen haben, ist das hier schon mal fertig. Okay, dann brauchen wir Ziegel. Und zwar die hier. 10 Lehm und 10 Sand. Ich überlege gerade, ob wir das irgendwie vereinfachen können. 10 Sand und 10 Lehm. Was ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr weiß. Was ich jetzt gerade nicht mehr weiß. War das dann aber, war das für ein Ziegel so viel Material? Das weiß ich nicht mehr. Ich gucke mal ganz kurz rein. Gut, hier unten ist Bulkpack, deswegen wahrscheinlich so teuer. Ja, nee, 10 Lehm, 10 Sand gibt 10 Ziegel, ne? Und Lehm hatten wir 3, 10. Und wo musste ich die jetzt nochmal herstellen? Kannst du auch einen einzelnen machen, aber ich mache gleich die 10er Werkbank. Okay, da haben wir Glück. Ich dachte schon, das wäre vielleicht auch die verbesserte Werkbank. Das heißt, 10 Lehm, 10 Dinger sind 10 Steine. Es war klar, dass die jetzt hier rumfliegen. Ist nur einer weggeflogen? Jo. Gut. Ein Problemchen habe ich jetzt. Ich muss Lehm holen, ne? Pass mal auf, ich muss hier ein bisschen Ordnung schieben. Dann haben wir das, dann haben wir das. Das würde ich dann hier, so wie ich das dann hier mache. Die nehme ich schon mal mit rüber. Sprit habe ich auch noch ein bisschen. Schwein war aber jetzt nicht aggro, ne? Und Fleisch brauche ich im Moment tatsächlich keins. Nö, ich hole mir einfach mal eine Ladung Lehm jetzt hier vorne gleich. Wie viel Ziegel waren es? 50, gell? Hey, aber gut. Das ist jetzt mein Ziel heute. Wie gesagt, ich würde auch gerne nachher mit euch noch eine kleine Runde drehen. Die linke Seite der letzten Siedlung vielleicht machen. Das war klar. Das war so klar wie Kloßbrühe. Ich muss sie nämlich alle holen. Ich muss sie alle. Nicht so, so war es nicht geplant. Einfach mal hier reingeschmissen vielleicht. Aber guck mal, hier mal auch nochmal 4. Mach mal die Seile rüber, genau. Die nimmst du mit. Und jetzt gucke ich mal, ob ich die Lehmbrocken noch finde. Sind ja mal 10, glaube ich, pro Ding, ne? Nee, Schweinle, ich habe eigentlich heute nichts gegen dich, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Ich guck mal, ob es immer noch lieb ist. Ja, weißt du was? Guigtaler, willkommen im Club. Willkommen im Club. Das gute Fett! Erntet ihn! Erntet ihn! Die kommen rüber. Fünfer Päckchen hier, ein Stein. Okay, pass auf, jetzt machen wir das mal so. Einen kann ich ja immer gleich. Noch einen, den wollte ich für Nägel. Bumm. Alles ist geklappt. Jo, hat geklappt. So, das haben wir schon mal fertig. Dann räumen wir da schon mal die ersten 10 Ziegel rein. Bumm. Hier würde ich jetzt sagen, der nächste Barren plus 8. Willst du mithelfen? Dann nimmst du am besten hier die Dinger raus. Fängst vorne einmal an. Und dann schwuppt sich das, weißt du? Oder willst du im Wagen schlafen? Nee, machen wir natürlich nicht. So, Leute, ist doch schön. So kommen wir unseren Zielen näher. Am Ende werden wir alles haben, was wir brauchen. Und ich muss halt die Tage mal das Dach auch rausziehen. Wir haben jetzt August schon, Messe. Gewächshausthema. So, das sind die ersten 8. Den machen wir auch gleich fertig, soweit wie wir kommen. Dann passt die Geschichte. Dann müssten wir in der Lage sein, die nächsten Ziegel zu bauen. Ich lege das gerade mal ganz kurz hier so hoch. Fertigstellen. Jawohl. Wie viel waren es? 25 pro Kiste oder waren es 20? Ne, 25. Also müssen wir beide Kisten vollkriegen irgendwie. Ne? So, ich räume das hier raus. Nehme mir schon mal ein bisschen Stein hier. Auch gleich für. Aber Sand habe ich genug gemacht, gell? Hier mal 5, kommt der nächste Barren raus.
Ich nehme euch zu mir und ich nehme euch zu mir. Die laufen noch alle? Ja, die laufen noch alle. Lichtwert ist natürlich jetzt am Steigen, aber das war klar. Digga, was ist mit dir los? Hast gesagt, Nägel soll ich machen? Dann mach ich mal Nägel. Verbrenn dich aber bitte nicht und gib mir dann die Schuld. So, da sind wir dann auch durch. Jetzt fehlt uns Lehm, gell? Jo. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie viel Gewicht kann ich noch? 25. Ja, komm, wir gehen mal kurz gucken, ob da nicht irgendwo noch ein bisschen Lehm rumsteht. Wie zum Beispiel das da. 20 haben wir. Das heißt, ich brauche jetzt eigentlich noch drei so Lehmvorkommen, ne? Wo ich dann jeweils die 10 Lehm raushole. Dann haben wir das Öfele heute. Und wenn dann noch Zeit ist, fahren wir rüber. Falls keine Zeit mehr sein sollte, was durchaus möglich ist, weil kostet ja alles Zeit, dann machen wir einfach die Loot-Ausflug gleich morgen zu Beginn. Aber ich nehme an, das kriegen wir zeitlich schon irgendwie hin. So, ich flitze hier gerade mal ganz kurz durchs Dickicht. Einen habe ich. Und ich bräuchte aber noch mehr. Und die lasse ich natürlich jetzt auch nicht hier stehen. Was war denn maistechnisch nochmal das Besondere? Gut, Durst kriegst du irgendwie von all dem Zeug, aber ich hau das gleich mal rein. So, komm, Spiel, gib mir mal noch zwei Lehmvorkommen, ohne mir irgendwelche Zombies oder Mombies oder wie sie jetzt mittlerweile alle heißen. Weil in der Richtung wollen wir noch nicht gucken. Hier ist eins. Aber wir hören sie ja, wenn sie angreifen. Ein Lehmvorkommen noch, dann haben wir eigentlich unser Öfele fast bis auf die Barren, glaube ich, ne? So, wir sind jetzt aktuell bei 20, bräuchte noch eins. Eins brauche ich noch. Ich schlitter durchs Dickicht, suche mein Lehm. Wirst schon sehen. Wirst schon sehen. Sehr geil. Jo, guck mal, nimm mal die halbe Folge. Noch nicht mal die halbe Folge. Und wir sind voll drin am großen Ofen. Das macht Sinn, dass wir das jetzt angegangen sind. Gerade auch, wenn wir jetzt dann mit zwei Extraktoren später Erze und so holen. Dann können wir die Maschine schön laufen lassen. 10, 20, 30. Sand habe ich auch schon vorbereitet. Ab nach Hause. Nee, die brauchst du nicht. Schubdubidu. Es könnte eine Gurke sein. Oder Mais. Gurkenpflänzle. Eine Gurkenpflanze haben wir gefunden. Oh ja, gefunden. Und noch eine Gurkenpflanze haben wir gefunden. Auf die Schrunden. Ich kann ja schon mal mitnehmen. Schaden tut es nicht. Kann ich noch tragen? Ja, das haut noch hin. Was haben wir gehabt? 25. Jetzt sind noch 9 übrig bei 3 Lehmhaufen oder sowas, gell? Das heißt, Lehm ist jetzt nicht so schwer. Was mich schon, seit ich das Spiel spiele und Lehm besorge in diesem Spiel. Alter, du Säckel! Die kleine Ratte. Ich weiß nicht, wo mein Speer ist. Habe ich überhaupt noch einen Speer? Oh, warte, warte, warte. Ich schneide es. Diesmal schneide ich es, Leute. Ich schneide es. Fuchsangriffe sind einfach nur Kaka. Wo bist du? Wo ist denn der jetzt? Ich glaube, ich habe alle Pfeile verballert, ne? Der ist bestimmt irgendwo umgefallen. Ich habe den Fuchs. Ich habe nichts gegen den. Doch, eigentlich schon mittlerweile. Er ist voll süß, aber er ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob der mittlerweile. Frage in die Runde. Hätte er mich angegriffen? Der ist doch normalerweise aggro, oder? Naja, wie auch immer. Dieser Fuchs ist nicht mehr aggro. Aber wohlschmeckend. Ich erinnere mich halt noch, wie ich ihn süß fand und er hat mich dann so böse verarscht. Deswegen habe ich den jetzt gleich erledigt. Damit der nicht mich erledigt. Gut, er macht jetzt nicht ganz so viel Schaden, habe ich das Gefühl gehabt, aber du weißt es bei den Füchsen nie. Du weißt es nie. Sodele, jetzt bin ich natürlich knallig überladen. Wie geht's weiter? Wir sind immer noch dabei, Ziegel zu trocknen und hier die Dinger zu machen. Okay, pass auf, ich muss jetzt erstmal das Leder eigentlich loben, weil das wiegt am wenigsten. Machen wir kurz die Steine hier rein. Machen wir kurz das Fett hier rüber. Ich denke, ich habe jetzt auch ganz viel Fleisch, gell? Lass mich mal kurz da reingucken, das wiegt ja dann doch auch mal ein bisschen. Naja, viel ist nicht. Viel ist es dann am Ende doch nicht. Eine Gurke opfer ich noch, eine Essig. So, dann machen wir das Leder einmal kurz hier rüber. Dann haben wir noch
seed-technisch Neues dazu bekommen. Habe ich die noch nicht? Ich habe noch keine Mais-Seeds, Leute. Dann würde ich sagen, du tauscht ihr mal einen Platz, du kommst rüber, du gehst hin. So. Lichtlevel steigt natürlich, aber noch sind wir recht gut drauf. Kann man da einmal ganz kurz schon ein bisschen Glas durchlaufen lassen? Dann nehme ich das jetzt erstmal hier kurz raus, bevor ich es ausmache. Bam, bam, bam. Dann brauchen wir 10 neue Ziegel. Ja, ich hole dich gleich. Hier passen nochmal 5. Ne, sind es doch nur 20. Wieso habe ich da vorhin gedacht, ich habe da noch eine Reihe gesehen? Hä? 15, es sind nur 20 Leute. Wie habe ich denn da vorhin gedacht, dass ich da noch eine Reihe gesehen habe? Kann das nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Feuchtziegel. Was hast du jetzt wieder? Aber ich muss nach Mendele gucken. Sonnenbrand. Naja, gutes. Oh, Hände waschen müssen wir. So. Das kriegen wir hin, da bleibe ich jetzt dran. Dann habe ich ab morgen nämlich da gar keine Probleme mehr, die Dinge zu besorgen. Finde ich vollkommen okay. Jetzt muss ich aber kurz nochmal ganz kurz schauen. Eisenbarren waren es 2. Das heißt, dem gönne ich jetzt erstmal alles, was ich an Barren bekomme. Und wir formen weiter. Müssen wir ja, ne? Also erstmal hier alles auffüllen. Dann muss ich auch gleich nochmal Brennstoffe hier reinmachen. Das ist auch kein Problem. Zwar brauche ich da einfach mal 1, 2, 3, 4 Stück für alle. Du kriegst 2, weil du komplett leer bist. Jo, so ist es. Ich nehme auch an, dass wir das heute nochmal abgestoppt kriegen, diesen Lichtlevel. Gut. Jetzt haben wir das nächste Problem. Oder kann ich mal ganz kurz an die Maschine. 10 Stück und 10 Stück sind auch nochmal Ziegel. Wieder einer rausgeflogen. Kenne ich. Die Sonne macht mir gerade so zu schaffen. Da ist man ja fast froh, wenn es Winter wird. Also. Jetzt wäre natürlich geil, ich hätte noch den anderen. Die sind ja. Ah ne, die sind schon trocken. Oh Leute, die sind schon trocken. Wenn ich jetzt alle nehme, liegen sie im Dreck, ne? Ne, die stapeln sich auch noch auf, haut sie mich um. Ja, das ist ja geil. Ich wusste ja, dass es das so schnell geht, aber Sommer, ne? So, zieh dir das rein. Die Hälfte der Ziegel haben wir drin. Die Eisenbarren sind jetzt noch offen. Meine 2 Glas, ja, die sind nicht so wichtig. Ja, dann würde ich sagen, wenn das so schnell geht, können wir den hier erstmal wegmachen. Und ich mache uns nochmal ein 10er-Stack fürs neue Ding gleich. Brauchen wir ja später sowieso. So, Ziegel, Ziegel an der Wand. Wer ist die größte Schand im Land? Du bist es, du bist es. So, 10, machen wir gleich voll die Kiste. Machen wir gleich voll die Kiste. Ja, sehr schön. Ach, ich wäre jetzt aber auch gern wegfahren, direkt looten, weißt du? Und dann denke ich, nee, komm, kannst ja dann später auch, solange ich jetzt noch an einem Punkt bin im Spiel, wo ich nicht unbedingt die Blaupausen alle gleich brauche, ist es für mich noch vollkommen okay, wenn man es gediegen macht. Komme ich von hier hin? Nee, von hier? Von hier würde ich hinkommen. Das ist natürlich cool. So, der Lehm ist natürlich jetzt komplett verbraucht, ist aber auch nicht schlimm. Dafür sind die Ziegel drin. So, 2 Glas für drüben. Dann gönnen wir uns mal eben. Ich kann sein, dass ich hier vielleicht sogar noch eine kleine Blende gleich reinbaue. Ich schaue mal eben, wie weit wir jetzt dann sind. Hier kommt der nächste Barren. Ja, ich würde dir ja gerne so ein ganz kleines bisschen auch helfen, aber ich kann jetzt nicht im Schatten rumeiern und ich will jetzt auch kein. Ich habe gar noch nicht geguckt, wie ich die Kartoffelpaste vielleicht herstelle, weißt du? Sollen wir da mal eben gucken? So, die 2 Glas bringe ich rüber. Ich schaue mal eben rein. Das müsste ja irgendwo hier drin angezeigt werden. Oder ist das hier rein nur das Essen? Ich glaube, das ist rein nur das Essen. Sag mal, wie kann ich denn so einen Speck eigentlich? Kann am Lagerfeuer oder im Herd gekocht werden. Ja, aber ich suche die Kartoffelpaste. Die ist dann bestimmt hier bei Heilmittel drin, gell? Kartoffelpaste wird an der Werkbank hergestellt. Eine Lehmschüssel und eine Kartoffel. Okay, ich habe jetzt noch keine Lehmschüssel. Dann bleibe ich halt doch mal kurz im Schatten. Ich glaube, wir sollten doch mal langsam versuchen, so ein Sonnenschutzmittel zu bauen. Ich bin jetzt zwar hier im Schatten, aber man sieht, dass ich hier eine Hitzeentwicklung habe. Sonnenbrand. Ich sitze nicht davor, oder? Nee. Ich habe nochmal Lehm geholt, schon mal geschaut. Wir brauchen 3 Lehmklumpen für eine Lehmschüssel. Und ich glaube, eine Kartoffel.
Ich gehe nochmal gucken. Ich hoffe, ich kann das jetzt überall herstellen. Ich stelle mich ein bisschen scheiße. Es ist schon ein bisschen stressig hier mit der Sonne, finde ich, gefühlt. Einmal hier rein, bei Medizin geguckt. Eine Lehmschüssel, eine Kartoffel auf der Werkbank. Also, dann machen wir das eben. Einmal das und einmal das. Zack, herstellen. Ich hoffe, dass das jetzt dann gleich Geschichte ist, das Thema. Ja, ist Geschichte. So, das haben wir gemacht. Jetzt muss ich hier wieder reingucken kurz. Wir sind auch fast fertig, also viel fehlt nicht mehr. Warte. Ich habe gleich nochmal Stein geholt, dass wir hier nicht abstoppen müssen. Zack. Die da und Bämsle. Dann haben wir hier wieder einen weiteren Barren und einen Stein. Hier ist ein neuer Barren dazugekommen und ein Stein. So, uns fehlen jetzt noch zwei Eisenbarren und die 25 Ziegel. Die sollten trocken sein. Die sind hier trocken. Ja, dann habe ich doch mein Ziel erreicht. Sehr schön. Fünf brauche ich noch. Sind die auch schon trocken? Ja, aber dann nehme ich jetzt einfach mal nur fünf Stück raus. So, zwei Barren, dann haben wir es, Leute. Dann kann ich die Dinger hier abschrauben. Das ist soweit klar. Ihr seht, ich habe mal kurz angezeichnet. Es wird halt so sein, wie ich das oft mache und gerne mache, dass ich einen kleinen Laufrand außenrum bastel, wo wir dann auch kämpfen können mit den Spikes und so. Und möglicherweise ziehe ich das Gebäude aber eins länger dann. Das müssen wir mal gucken. Wichtig war, dass ich es mir jetzt mal kurz anzeichne, weil ich brauche hier unbedingt ein bisschen mehr Decken. Drei Holzscheit und vier Bretter. Eins, machen wir nochmal eins, zwei, drei kurz. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Sonst muss ich mich da immer in die Ecken drücken, weißt du? So, normalerweise müsste jetzt der Wert hochticken, was er auch tut. Da drüben kann ich im Moment den Wert noch nicht. Warte mal, das könnte man ja dann aber wegnehmen. Ich stelle das mal dahin. Weil wir brauchen ja früher oder später, wir wollen ja eine Base. Also von daher macht es durchaus Sinn, wenn wir das jetzt schon mal anfangen. Sitzt der richtig? Ja, der wird schon richtig sitzen. Und übrigens hier, die sind alle nachgespawnt, ne? Die Bäume. Ich habe extra die Ecken nur mal gemacht, um zu sehen, wie lange es dauert. So gefühlt ein paar Tage, so vier, fünf, ne? Ja, so 5 Tage würde ich jetzt mal schätzen. So, warte. Dann haben wir das. Hier kommt dann später die Tür rein. Jetzt im Moment wäre eine Decke erstmal wichtiger, wegen Schutz. Wie waren die Maserungen längs? So, 3, 3 noch. Dann haben wir das auch. 1, 2. Die drei nehme ich gleich dafür. Dann holen wir nochmal Holz und dann ist alles fertig. So, jetzt sind wir schon mal hier in der Lage, uns auf jeden Fall unterzustellen. Warte. So. 1, 2, 3. Wir sind dabei. Perfekt. Das haben wir. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist schon wieder die Materialgeschichte ausgegangen. Müsste eigentlich der Wert hochgehen, ne? Wenn ich hier so stehe. 14, ja, tut er. Okay, du hast hier vergessen. Weißt du schon Bescheid, ne? Ein Stein, ein das hier. Muss ich nochmal ankicken. Würde ich jetzt auch machen. Allerdings mit wenig. Hier sind sie. Ich mache überall mal nur eins rein, weil die werden wir jetzt dann gleich abbauen, wenn alles klappt. So. Schön. Jo, dann gönnen wir uns das morgen dafür. Machen wir morgen einen schönen Ausflug. Vielleicht fahren wir sogar mal ein Stückle noch weiter in die Höhle. Kupfer rausholen, Kupfer verarbeiten. Den Bergbauhelm können wir uns dann wahrscheinlich morgen auch schon bauen. Ich würde es feiern, wenn das alles so klappt, wie ich mir vorstelle. So, meine Lieben. Ein Ziegel, dann haben wir die Geschichte erledigt. Wollen wir kurz eine Fuhre Holz holen in der Zeit? Ja, komm. Können ja mal ein Stückle trotzdem. Ich lasse das einfach mal nachwachsen bis zu einem gewissen Punkt. Ich fahre jetzt kurz hier hin. Hier ist schön schattig. Habe ich noch eine Axt? Jo. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch los, weil ich muss den Lichtlevel jetzt gleich mal abstoppen. Sonst sind wir morgen unterwegs und ich laufe Gefahr, dass irgendwas passiert. Wichtig ist, ab morgen, wenn wir die Schmelzen anschmeißen, bedeutet das für uns 10 Steine, Sand, Erze, was auch immer wir reinlegen, gleichzeitig. Zwei mehr als vorher. Ein Energieverbrauch nur. Ein Energieverbrauch nur ab, da würde dann auch auf Kohle umsteigen, glaube ich. Nicht auf Kohle, auf Kohle. Da steigen wir auf Kohle um. So, hier immer gleich ein bisschen nachlegen. Dann gönnen wir uns hier noch ein bisschen Aufbau. Schadet ja nicht. Hier 1, 2, 3, 4.
Und 1, 2, 3, 4. Okay, reicht nicht. Dann nehmen wir die auch noch mit. Dann ist das schon mal fertig. Und das ist auch schon mal fertig. Fast fertig. Okay, da ist, glaube ich, der Barren, den ich gebraucht habe. Boom, haben wir es, Öfele, Leute. Zack. Okay, ich habe kein Wasser mehr. Aber ich will den Energielevel jetzt hier kurz abstoppen. Hier ist auch nichts mehr drin. Dann gönne ich mir einfach mal kurzerhand das da. Das da, aber das kann ich ja dann auch später noch kurz abkochen und einmal zum Ausmachen des Schmelzen. So, jetzt wird es natürlich erst im Moment, denkt man sich, oh, das wird aber arg eng, aber die Base wird ja nicht nur einstöckig, die wird ja mehrstöckig. Zumindest den zweiten Stock kriegt es auf jeden Fall. So, mein Lichtlevel, mein alter Freund und Kupferstecher, das war's erstmal für dich heute. Und morgen, wenn wir heimkommen, hauen wir es wieder durch und dann sind wir wieder auf der Safe-Seite. Gut. 7,46 und das Ding stoppt. Jetzt pass auf, die will ich ja abbauen hier. Weil ich halt einfach die nicht mehr brauche. Oh, habe ich ganz vergessen, dass du hier Mats zurück... Ich dachte, das geht bei dem Spiel gar nicht. Wie gut ist das denn? Warte. Ja, umso besser. Umso besserle. Boah, wenn ich schon reingucke, wenn ich schon sehe. Kann natürlich sein, dass die einen höheren Lichtwert produziert, ne? Die... Deswegen, also Vorteil ist auf jeden Fall 10 statt 8, eine Energiequelle aus- oder anmachen, eine Energiequelle nur Verbrauch. Und wenn die jetzt vom Lichtlevel her noch einigermaßen läuft, wäre es auch recht. Können sie ja mal anschmeißen, dann sehen wir es normalerweise. Das würde ich auch machen. Entferne, bam, bam. So, der nächste Traum wäre, wenn ich sie wirklich bewegen könnte, was ich kann. Und dann drehe ich sie einmal zu uns kurz mit dem Gesicht. So, Leute. Und da gönne ich mir jetzt auch mal ein Stückle Kohle, würde ich sagen. Schwupp. So, jetzt. Und da könnte man ja theoretisch auch die Erzkiste gleich wieder oben drauf stellen. Dann wäre das auch schon erledigt. So. Mäusle. Das wird wunderbärle. Ist schon spaßig mit dem Spiel, muss ich schon sagen. Okay, also wir haben hier einmal einen Fünfer, der rein kann. Soweit klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dann würde ich einmal das so machen, dann können wir die oben machen, dann haben wir hier die Chance, die Steine noch zu versteckeln, die Kohle, habe ich jetzt irgendwas, ey Leute, was habe ich denn da jetzt? Wo kommt denn die Kohle rein? Ah, da vorne ist das Bröpferle. Von hier sehe ich ihn gar nicht. Guck mal. Hier, ne? Wo soll denn der sein? Ah, da. Wieso habe ich ihn? Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Jetzt sehe ich ihn. Ich dachte gerade, habe ich da irgendwas vergessen? Okay, schöne Geschichte. Jetzt pass auf, machen können wir natürlich noch viel. Aber ich würde jetzt auch einfach mal hergehen. Gucken wir mal kurz hier. Machen wir Inventur, aber den hätte ich schon gern fertig bald. Hier brauche ich halt die Kupferbarren, die holen wir oben. Ich brauche 26 Glas, Nägel und Bretter. Dann können wir wenigstens die Bretter vielleicht noch reinhauen. Hi Frosch. Vielleicht kommen wir da auch schon fast an einen Punkt, wo wir fertig werden. Glaube ich halt nicht, aber... Also das Gewächshaus ist schon eine Nummer, aber bis im Winter steht's. Wenn es noch so ist von der Mechanik, wäre es natürlich cool, dass wir dann im Winter auch da drin zum Beispiel das Bett aufstellen für eine gewisse Zeit. So, noch 5 Bretter. Also mache ich nochmal ein Wagenholz, ist doch klar. Dann fahren wir mal ganz kurz bis hier. Auf die 4. Ja, schön. Bin zufrieden. Gerade was das Ding angeht. Guck mal, der Lichtlevel steigt trotzdem merklich. Selbst wenn die jetzt genauso viel Licht produzieren würde wie die andere, wenn wir die 4 Stück aufgebaut haben, ist trotzdem einfacher für uns. Wir können einfach viel besser die. Ich bin gespannt, wie viel Kupfer drin ist. Oh, das sollten wir auch gleich schauen, dass wir entsprechend morgen schon mal Biotreibstoff mit hochnehmen. Dann kann die gleich weiterlaufen. Sag mal, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt Holz weggeschmissen. Ist das irgendwo reingeglitscht? Keine Ahnung.
So. Da müssen wir jetzt ganz kurz einmal noch hier die Geschichte hin. Sehr geil. Hier kommen wir dann später rein. Das heißt, der hier wird dann dahin gestellt und der wird erstmal weiter rüber gestellt. Dann kommen wir hier auch gut rein. Die wird dann später an die Wand hin. Ja, guck dir das an. Ist schon ziemlich geil. Ich mach's aus. Es ist aber nicht getrunken, oder? Ich leere das aus, bevor ich trinke. Das war die Idee. So. Perfekt. Guck, und jetzt haben wir dann da schon mal zwei. Das ist schon ziemlich geil. So. Zack. Die nehme ich gleich mit. Wie es gleich wieder gewittert. 60 Bretter sind drin, die Nägel ergehen sich dann aus den Barren, die Kupferbarren holen wir und wir brauchen Glas. 25 Glas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann würde ich sagen, dass wir das auch jetzt priorisieren, aber morgen gehen wir erstmal on Tour. Dann waren wir heute sehr, sehr fleißig. Ich persönlich bin ziemlich happy, weil jetzt kann ich hier schön die Sachen durchlaufen lassen, immer für uns. Das machen wir jetzt immer parallel mit. Passt. Und was hat ihm noch gefehlt? 8 Nägel und 18 Eisenbarren. Das ist natürlich nochmal ein Wort. Ne? Das ist natürlich nochmal ein Wort. Glas, Kupfer, Bretter und auch nochmal Nägel. Also jetzt egal wie, wir müssen demnächst einfach mal eine Eisenrunde noch hinlegen. Ne? Wenn ich jetzt hier die Nägel raushole, ist ja okay, aber dauert alles seine Zeit. So Leute, super fleißig war mal. Ich würde jetzt auch gar nicht irgendwie noch was reindrücken. Ich muss mal gucken, ob ich auf morgen was vorbereitet bekomme. Aber selbst wenn nicht, spielt es keine Rolle. Wir sind morgen jetzt erstmal unterwegs. Oh, das habe ich auch noch nicht abgebrochen. Da muss ich auch noch kurz rein. Ich denke, die ganze Zeit, der schnauft schon wieder. Wir gehen morgen erstmal unterwegs. Wenn wir daheim sind, können wir uns wieder in die Routinen stützen. Ne? Hättest du gar nicht gebraucht. Guck mal, hat alles. So. Ja, dann geht es halt hier weiter. Ich nehme an, dass wir hier Stellwände machen, dann in der Mitte immer. Ich muss jetzt nicht von jeder Seite hier reinkommen. Dann wird dann hier eine Stellwand hin. Und da kann sein, dass ich es ein bisschen größer mache. Vielleicht wird es dann ein längsseitigeres Haus. Ja, und hier haue ich dann entsprechend Türen rein. Die da. Türen. Hinten würde ich auch eine Tür reinmachen später. Aber ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich das so lasse von der Größe. So, jetzt kriegt er noch einen Schluck zu trinken in gemeinsamem Interesse. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, ja, ja. Ich habe dich doch nicht vergessen. Ich bin da nur immer unterwegs, weißt du? So, mein Freund. War jetzt aber knappe Geschichte, sagst du. Warte, ich hol gleich nochmal. Schwupp. Koche ich das gleich ab, dann ist das auch erledigt. Gut. So, ich speichere hier ab. Ich freue mich auf morgen. Bis dann.